Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Beim letzten Mal haben wir das Leben von Lynn zum zweiten Mal gerettet und haben uns dann wieder auf den Weg zurück ins Büro des Vorstehers gemacht vom Schrottplatz, weil sie da ja immer noch festgehalten wird von Cabanela. Und wir werden jetzt mal schauen, ob wir irgendwas für sie tun können, damit sie sich frei in der Stadt umher bewegen kann und eventuell uns dabei hilft, herauszufinden, was es mit uns auf sich hat. So, wir setzen das Spiel fort. Kapitel 5, 8.34 p.m., also 20.34 Uhr. Ist klar, das ganze Spiel spielt nachts. Als Lynn ihr Leben zum zweiten Mal verlor, war sie eine Gefangene, unter Mordverdacht. Aber ich habe sie gerettet, in der Hoffnung, mein eigenes Rätsel zu lösen. Man kann auf zwei Arten leben. Man ergibt sich seinem Schicksal oder man versucht es zu ändern. Lynn gehört definitiv zu den Menschen, die Letzteres tun. Sobald ich wieder im Büro des Schrottplatzvorstehers bin, wird mir das besonders klar. Na, wird sie schon wieder tot sein, wenn wir hier ankommen? Idiot! Sie sollten die Verdächtige nicht aus den Augen lassen. Es tut mir leid, aber ich hätte nie gedacht, dass sie wegläuft. Lynn ist unser kleiner Engel. Ich meine, sie ist wie eine Schwester für uns. Engel oder Schwester, sie rennen alle, wenn sie können. Haben Sie eine Ahnung, vor wie vielen Jahren meine Frau weggerannt ist? Oh, das will ich gar nicht wissen. Es tut mir so leid, ich hatte keine Ahnung. So schaffen Sie es nie zum Kommissar. Und jetzt finden Sie Lynn. Jawohl. Oh, der arme Polizist, ey. Wenn Inspektor Cabanela davon erfährt, sind wir geliefert. Das heißt, sie ist einfach schon weggelaufen. Gut, dann müssen wir jetzt auch gar nichts mehr machen. Also ist unsere rothaarige Kommissarin entkommen, hm? Aber ich habe sie doch erst vor ein paar Minuten gerettet. Das war schnell. Ich sollte mich nach Hinweisen umsehen. Trickzeit. Oh ja, so. Gut, wir haben immer noch hier ihr Notizbuch, ne? Lynns Notizbuch liegt einsam und verlassen hinter den Bücherregalen. Wen hat sie wohl angerufen, bevor sie es dort versteckt hat? Ich wünschte, ich könnte es herausfinden. Oh, du sagst irgendwas. Ich kann es aber nicht hören. Ich kann von hier aus nichts hören. Ich sollte näher ran. Kann ich das? Da oben kann ich nicht dran, ne? Gut, aber ich kann mich mit der Treppleiter bewegen. Dann kann ich hier vielleicht mehr herausfinden. Der alte Taubenmann, ob er hier wohl irgendwelche Forschungen durchführt? All diese Messinstrumente und komplizierten Geräte. Was machen Sie da? Herr Kommissar, ich glaube, dass Lynn damit entkommen ist. Sehr cool. Ein Aufzug. Sie würde niemals in diesen kleinen Aufzug passen. So ein Versorgungsaufzug, da wo man dann, gibt es ja auch in Hotels, dass man dann in der Küche unten das Essen reinstellt, dann wird es hochgefahren und dann können die Bedienungen das da rausholen auf dem Aufzug. Oh, ich weiß nicht. Lynn ist sehr schlank. Idiot, wissen Sie nicht, dass Frauen durch ihre Kleider schlanker wirken, als sie sind? Ich glaube, du hast keine Ahnung von Frauen. Bis heute weiß ich noch immer nicht, wie viel meine Frau wirklich wiegt. Also, Moment. Sowohl der blaue als auch der grüne Kommissar haben irgendwelche Probleme mit ihren Frauen. Das ist ja ein guter Ausgangspunkt. Und das tut mir sehr leid, Herr Kommissar. Ich hatte keine Ahnung. Und der arme Streifenpolizist, der wird ja von beiden fertig gemacht. So schaffen Sie es nie zum Kommissar. Wie auch immer. Wo ist der alte Taubenmann? Oh, der? Der ist durch die Tür hinter mir gegangen, Herr Kommissar. Okay, es ist abgeschlossen. Sie geht nicht auf. Die Tür führt offensichtlich in den Keller, aber sie ist abgeschlossen. Diese Instrumente sehen sehr verdächtig aus. Behalten Sie diesen alten Mann besser auch im Auge. Jawohl! Kann jetzt einer von euch bitte rüber zum Tagebuch gehen und das irgendwie rausholen? Naja, was haben wir denn hier noch? Wir haben das Mikroskop. Ich habe keine Ahnung, wozu dieses Instrument dient. Der ganze Tisch ist voller Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, aber trotzdem. Der alte Taubenmann kommt mir ziemlich merkwürdig vor. Okay, du weißt nicht, wie man ein Mikroskop benutzt. Das ist aber böse. Oh, Fotos. Guck mal, da oben ist ein Yoshi-Ei. Oder nein, 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 das ist das Ei aus Link to the Past. Ich meine natürlich Link's Awakening. Das ist das Ei des Windfisches. Zumindest sieht es so aus.
Wahrscheinlich ist es das nicht. Das ist wahrscheinlich eher das Taubenei, wo dann seine Taube rausgeschlüpft ist. Diese Fotos sehen ziemlich alt aus. Fotos von kleinen Steinsplittern. Der alte Mann hat einen komischen Geschmack bei der Raumgestaltung. Tja. Na gut, dann können wir hier anscheinend nichts mehr tun. Aber es gibt ja hier einen Weg nach unten über das hier, wo ich gerade mit dem Kamerasymbol draufklicke. Das werden wir uns jetzt mal zunutze machen, um nach unten zu gehen, weil hier können wir offensichtlich nichts mehr machen. Nanu, was tust du jetzt? Hm? Ich könnte schwören, dass die sich hier gerade bewegt hat. Was zum... Kann das sein? Sie hat die Spannung zwischen mir und dem Kommissar gespürt und hat sich davon wegbewegt? Natürlich. So schaffst du es nie zum Kommissar. Welch unerwartet spannende Situation. So schaffe ich es nie zum Kommissar. Oh, ich brauche irgendeine große Errungenschaft. Etwas, das ich richtig vorzeigen kann. Wenn ich nur einen Hinweis finden könnte, das wäre es. Ein unübersehbarer Hinweis starrt ihr gerade mit ins Gesicht. Genau, dieses verdammte Tagebuch oder Notizbuch. Naja, wir haben ihn ja schon mal drauf aufmerksam gemacht, deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Komm, mach den Trick. Und dann beleuchte bitte das Notizbuch, damit er es endlich da hinausholt. Flupp. Siehst du da, bitteschön. Bedank dich gefälligst bei uns. Huch, das ist Lynns Notizbuch. Wenn ich es ihr zurückgebe, funkt es vielleicht zwischen uns. Was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß tun? Das ist alles so kompliziert. Oh, das gibt Ärger. Was haben Sie da? Was das? Moment mal, ist das... Ja, Herr Kommissar, das ist Lynns Notizbuch. Notizbuch, wie? Ich erinnere mich. Davon stand etwas in dem Bericht, dass sie in ihr Notizbuch geschaut und jemanden angerufen hat. Das muss es sein. Die dort eingekreiste Nummer. Wollen Sie denn nicht wissen, wen sie angerufen hat? Oh, doch, doch, Herr Kommissar. Das würde ich sehr gerne wissen. Oh, aber ich habe keinen besonderen Grund, warum ich das wissen will. Nein, Herr Kommissar, keinen. Na, steht da jemand auf Lynn? Diese Nummer könnte ein wichtiger Hinweis sein. Ich sollte das überprüfen. Ah, damit erfahren wir auch eine neue Nummer und können auch erfahren, wen sie angerufen hat. Und dort womöglich hinreisen. Je nachdem, ob uns das gerade was nützt. Ich dachte eigentlich, wir müssten erst in den Keller. Aber das ist jetzt auch eine interessante Spur. Hallo, mit wem spreche ich? Ja, hallo. Dies ist eine polizeiliche Untersuchung. Bitte kooperieren Sie. Hey, ich kenne diese Stimme. Sind Sie das, Kommissar McCaw? Oh, sind Sie es, Herr Wachtmeister Bailey? Was ist los? Normalerweise rufen Sie nie so spät an. Oh, haben Sie vorhin einen Anruf von unserer Kommissarin Lynn erhalten? Von Lynn? Ja, sie ruft jeden Abend an. Vielleicht spürt sie, dass es bald passiert. Hat sie etwas Besonderes gesagt? Nein, nicht wirklich. Stimmt etwas nicht? Nun, ja, ich rufe sie vielleicht nochmal an, wenn ich weitere Fragen habe. Okay, das was bald passiert? Ja, wollen wir jetzt dahin? Eigentlich nicht, oder? Es bringt uns gerade nicht wirklich viel. Ich werde meinen Bericht im Revier abgeben. Bleiben Sie hier bloß wachsam. Ich werde erstmal in den Keller gehen. Ich glaube, da müssen wir nämlich hin. Zur Not kann ich es sowieso wieder hoch und durch die Telefonleitung dorthin reisen, wo wir gerade herausgefunden haben. Verzeihung, Herr Kommissar, aber was ist? Das Notizbuch. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich es... schon gut, Herr Kommissar. So wirst du wirklich nie Kommissar, wenn du dich nicht durchsetzen kannst, mein Freund. Bleiben Sie einfach auf der Hut. Tja, verkackt. Damit wirst du weder bei Lynn punkten können, noch wirst du Kommissar. Okay. Ja, also mich interessiert der Keller gerade mehr. Dahin, wo auch Lynn abgehauen ist. Deswegen gehen wir einfach mal hier runter. Und kommen hier sowieso nicht weiter. Okay, also ich kann euch schon mal zeigen, hier unten ist der Taubenmann. Ich sollte dieses Zimmer endlich mal aufräumen, aber setzt das der Sache ein Ende, dass sie ausgerechnet hier und ausgerechnet heute auftauchen musste? Das kann kein Zufall sein. Aha. Okay, anscheinend kannte er Lynn. Ja, hier sind irgendwelche interessanten Sachen drin, aber
Das bringt uns gerade relativ wenig, oder? Moment, da liegt... Einen Moment, da liegt ein Tennisball. Ach so. Den Motor kann ich nicht drehen, oder? Nee. Und mit dem Tennisball kann ich auch nichts machen. Ich dachte erst, ich könnte jetzt den Ventilator ein bisschen drehen, um den Tennisball darunter zu werfen und dadurch einen Kern zu schaffen, mit dem ich da hinkomme. Aber das ist wohl leider nicht der Fall. Deswegen bleibt uns jetzt nur übrig, woanders hinzureisen. Deswegen reisen wir doch jetzt einfach mal hier hin. Also ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Und vielleicht finden wir dort ja einen neuen Hinweis darauf, was heute in dieser Stadt passiert. Ding, ding. Aha. Worum ging es bei diesem Anruf? Ich hörte dich Lin sagen hören. Cool. Ich würde auch gern mit den Karten so umgehen können. Ich weiß es wirklich nicht, aber wenn ich raten sollte, würde ich wohl sagen, mit ihr ist irgendwas los. Der einzige Ort auf der Welt, an dem nichts los ist, ist dein Hirn, Bailey. Ah! Sehr cool. Was soll denn das bedeuten? Ich meine, ich weiß, was die Wörter bedeuten. Danach frage ich nicht. Das ist meine Art, Entrüstung auszudrücken. In Form einer Frage. Oh Mann, was für Gestalten. Ich hoffe einfach, dass Lin nicht zurückgesandt stellt. Ich bin ein Fan von ihr, weißt du? Laut meines Protokolls hat Lin seit kurzem fast jeden Abend hier angerufen. Also schauen wir mal. Das ist also der Ort, den Anrufen Lin so viel riskiert hat. Aber was genau ist das für ein Ort? Ja, ich weiß es noch, aber das werde ich euch natürlich nicht verraten. Das werden wir versuchen, so herauszufinden. Ich komme natürlich nirgendwo dran. Okay, das heißt, wir müssen erstmal abwarten, ob noch irgendwas passiert. Ja, sehr gut. Dankeschön für diesen Kern. Memo, Monitor. Gucken wir uns erstmal den Monitor an. Der Bildschirm zeigt Reihen winziger Räume. Die Räume sind wirklich sehr klein und von außen kann man direkt in sich hineinsehen. Durch die Gitter dringt wohl viel Luft hinein, aber ich selbst würde nicht da wohnen wollen. Ich frage mich, wo diese kleinen Räume sind. Ja, man kann sich jetzt schon denken, ne? Man sieht es da auch. Gitter, das sind Zellen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich in einem Gefängnis. Und das hier ist irgendwie das Büro der Aufseher oder so. Aber warum ruft Lin hier an? Man weiß es nicht. Machen wir erstmal die Memo los. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Oh, halt. Ach nee, ich kann gar keinen Gauss-Modus machen. Hey, was ist das? Oh, das. Ich habe meine Pflichten für heute, für den Abend notiert, damit ich keine vergesse. Wie kannst du dir nicht merken? Es ist doch nicht so, als ob du einen Haufen Pflichten hättest. Setz etwas Hirnmasse ein. Ah! Er regt sich wieder auf. Es ist so einfach so cool. Wovon redest du? Warst nicht du es, der gerade gesagt hat, dass in meinem Hirn nichts los ist? Hätte nicht gedacht, dass du es so wenden würdest. Dann lass mal deine wichtige Aufgabenliste sehen. 9 Uhr, Häftling C38 in den Telefonraum bringen. Ja, er hat erst vor kurzem darum gebeten, das Telefon benutzen zu dürfen. 9 Uhr, was? Um diese Zeit ruft Lin normalerweise an. Nun, wir dürfen sie heute Abend nicht mit ihm sprechen lassen. So lauten nun mal die Regeln. Oh, arme Lin, ich würde sie wirklich gerne trösten. Also Lin scheint wirklich viele Fans zu haben. Hallo? Warum wirfst du uns weg? Ja, ich hätte wahrscheinlich vorher mit dem Geist irgendwo anders reingemusst. Was glaubst du, was du da Wichtiges machst? Das ist mein wichtiges Pflichtenmemo. Ist schon okay, das habe ich mir alles für dich eingeprägt. Nun, es ist deine Pflicht, den Telefonraum zu bewachen, weißt du? Ah, stell nur sicher, dass du deine Arbeit machst, wenn die Zeit kommt. Von wem werden wir denn jetzt angerufen? Moment, ich muss erstmal gucken. Wir hätten sowieso nur die Karten in den Schalter reingekommt. Vielleicht hätte uns der Schalter was gebracht. Aber ich schaue erstmal, wer gerade anruft. Oh, es ist Lin. Hallo? Lin. Es tut mir leid, ich habe nicht viel Zeit. Bitte lassen Sie mich mit ihm sprechen. Es tut mir leid, Frau Kommissarin. Das kann ich heute Abend nicht. Das können Sie nicht, aber Sie haben mich bisher immer mit ihm sprechen lassen. Nun, der Telefonraum ist bereits reserviert, deshalb geht es heute nicht. Oh. Übrigens, ist mit Ihnen heute Abend irgendwas los?
Was? Warum fragen Sie? Vor einer Minute rief einer der anderen Kommissare an und fragte nach Ihnen. Ach wirklich? Ich glaube nicht, dass es etwas Wichtiges war. Wachtmeister Bailey? Glauben Sie, Sie könnten unser Gespräch für sich behalten? Und wenn nur für heute Abend? Nun, ich, Oh. Nun, ich muss weg. Ich werde morgen wieder anrufen. Ist das da zufällig der Schrottplatz? Guck mal, ihr seht bei Lynn da im Hintergrund diese Treppe und das Telefon links daneben. Wobei, nee, Moment, das Telefon ist rechts neben der Treppe beim beim Schrottplatz meine ich natürlich. Nun, ich muss weg. Ich werde morgen wieder anrufen. Das ist wahrscheinlich im Keller von dem Haus immer noch. Nachverfolgt. Ja, da wir hier jetzt anscheinend nicht mehr viel machen können, werden wir einfach dahin reisen. Oh Mann. Naja, ich sollte wohl besser im Kommissariat anrufen. Hey, das heißt, wir kriegen noch eine Nummer. Einen Moment, Bailey. Was? Du willst mir doch nicht erzählen, dass du Lynns Anruf melden wirst. Was bleibt mir anderes übrig? Das ist meine Pflicht. Notierst dir einfach in einer deiner Aufgabenlisten und dann kann ich sie für dich zusammenknüllen und wegwerfen. Sehr cool. Der Typ gefällt mir. Soll das heißen, du willst, dass ich Stillschweigen darüber bewahre? Nun, ist das nicht, worum sie dich gebeten hat? Naja, schon, aber... Heute Abend haben wir es mit einer Art besonderem Fall zu tun. Kannst du nicht auch für meine Lynn eine besondere Ausnahme machen? Besonderer Fall, was? Na gut, du hast gewonnen. Sehr gut. Neue Informationen wurden hinzugefügt. Das heißt, wir kriegen zwar die Noah jetzt nicht und können nicht ins Kommissariat, aber das macht nichts, wir können zu Lynn. Ich weiß nicht, was die an dem heutigen Abend Besonderes finden, aber für mich ist es mein einziger Abend. Lynn ist am anderen Ende dieser Telefonleitung. Ich sollte mich besser beeilen. Oh ja. Nein, Quatsch, Trick. Ich komme immer damit durcheinander. So, dann reisen wir mal dahin. Okay. Schauen wir mal, was uns erwartet. Das könnte auch... Ich vermute mal, das ist wirklich noch der Keller von dem Vorsteherbüro, wo wir gerade eben waren. Hey, und guckt mal, wer da liegt. Ist sie schon wieder tot? Das kann doch nicht wahr sein. Na, Taubenmann, was hast du angestellt? Lynn! Lynn! Oh, warum konnte es stattdessen nicht mich erwischen? Ich bin so ein nutzloser Polizist. Es hätte mich treffen sollen. Sieht so aus, als ob sie tot ist. Wir sollten sie besser nicht anfassen. Wer war das? Wer hat Lynn erschossen? Hey, entschuldigen Sie bitte. Sprechen Sie mit mir? Ja, über den seltsamen Raum, den haben wir ja gerade eben schon mal gesehen. Dieser Raum, es gibt keine weiteren Ausgänge neben diesem, oder? Sehen Sie einen? Da unten ist eine Klappe. Hä? Aber wie hat... Wir müssen das mit einem dieser mysteriösen, verschlossenen Raumfälle zu tun haben. Eine dieser Fälle, in denen sich der Mörder einfach in Luft auflöst. Holen Sie einfach einen echten Kommissar. Ich werde hier Wache halten. Ja, Sir. Hallo, du Streifenpolizist? Der Taubmann ist ein potenzieller Verdächtiger und du rennst einfach weg, damit er eventuell Hinweise vernichten kann? Was bist du für ein blöder Polizist? Was für eine schreckliche Entwicklung. Jetzt also ein verschlossener Raummord, was? Unserem Rotschopf wird nie langweilig. Und das ist übrigens eins der coolsten Rätsel im gesamten Spiel, finde ich zumindest. Ich kenne da einen gewissen Inspektor, der bei dem Gedanken an einen Rätsel Freudentänze machen würde. Aber für mich gibt es keine Rätsel. Da ich ja die Zeit zurückdrehen und mit dem Opfer selbst sprechen kann, schätze es, ist an der Zeit, die Wahrheit hinter diesem Mord mit meinen eigenen Augen zu sehen. Oh ja. Zurückzeit. So. Dann wollen wir erstmal zu Lynn. Das ist ja auch kein Problem. Die Lampe bietet uns einen schönen Kern. Und wir schauen uns an, was passiert ist. Haha, ich bin schon wieder gestorben. Sie ist voll fröhlich damit. Es ist einfach so großartig. Ich hätte gedacht, du würdest etwas ernsthafter sein unter diesen Umständen. Nun, es ist ja schon das dritte Mal. Schon gruselig, woran Mädchen sich so gewöhnen können, nicht? Um ehrlich zu sein, finde ich die Art, wie ihr Verstand arbeitet, um einiges gruseliger. Was ist denn dieses Mal passiert? Wer hat dich erschossen? Ich weiß es nicht. Was? Ich wüsste es selbst gerne. Wer könnte es gewesen sein? Wer hat mich erschossen? Warum fragst du mich das? Oh Mann,
Ich schätze, ich muss es wohl selbst herausfinden. Okay, dann tu das mal. Mach dich auf den Weg. Na los! Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich benutzt werde. Nur so ein kleines bisschen, ja. Okay, es ist wohl an der Zeit zurückzugehen, zu dem Zeitpunkt 4 Minuten vor deinem Tod. Wupp, einmal Zeit zurückdrehen. Wir haben auch noch genügend Zeit übrig, dass ich das jetzt in dieser Folge noch mache. Die letzte Folge war ja schon etwas lang. Also das letzte Kapitel, meine ich. Zusammen mit der ersten und zweiten Folge. Deswegen ist es schon ganz gut. Also die Kapitel werden etwas länger. Das heißt, teilweise werde ich sie wahrscheinlich in der Mitte schneiden. Aber das hier dürfte auch so klappen. Wie lange ist es her, seit ich diesen Raum in Dunkelheit gehüllt habe? Eins dachte ich, in der Dunkelheit ließe sich die Wahrheit finden. Vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif. Was hat es mit diesem Raum auf sich? Das ist wirklich sehr interessant. Wir werden es gleich herausfinden. Also, eigentlich noch nicht. Ah, ja, ja. Von wegen, sie passt nicht in den Aufzug hinein, ha? Vor allem sehr elegant ist sie da rein. Diese Musik ist einfach so cool. Diese Musik ist einfach so großartig, ja. Wer ruft denn jetzt da an? Ich bin gespannt. Ich kann es mir jetzt leider noch nicht anhören. Das werde ich aber gleich machen, soweit ich mich bewegen kann. Ach, der Typ war das. Er hat aufgelegt. Dieser Polizist, der ist sowas von unfähig. Es ist unglaublich. Also irgendwie tut er mir ja leid. Aber... Ah. So, jetzt bin ich aber sehr gespannt, was passiert. Was hat der gemacht? Das hättest du nicht tun sollen, Lynn. Ja. Erkennt ihr, was das ist? Ich habe gerade den Namen vergessen. Es gibt einen ganz bestimmten Namen für diese Art von Kontraptionen, die alleine irgendwas machen. Genau, eine Rube Goldberg Machine war das. Das steckt in Wahrheit hinter dem verschlossenen Raummord. Der Mörder war also eine mechanische Mordmaschine? Mordmaschine? Als ich den Raum betrat, war es stockfinster, also habe ich das Licht angeschaltet. Das muss es also sein, was sie aktiviert hat, die Mordmaschine. Kannst du bitte damit aufhören, ständig das Wort Mordmaschine zu wiederholen? Dieser alte Taubentyp muss sie gebaut haben, aber warum? Was für einen Sinn könnte dieser seltsame Raum haben? Jedenfalls wirst du einen Weg finden müssen, diese gruselige Maschine aufzuhalten. Sobald Armor seinen Pfeil abschießt, ist alles vorbei. Ja, das dürfte eigentlich kein Problem sein, weil Rube Goldberg Maschinen sind etwas störanfällig, sagen wir es mal so. Man muss nur einen Teil von ihnen ändern, meistens, und dann funktioniert sie nicht mehr. Aber wir werden mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, wir können von hier aus erstmal nirgendwo hin. Und wir können wahrscheinlich erstmal zum Telefon dann, über die Lampe. Deswegen lassen wir jetzt erstmal die Zeit ein bisschen laufen und gucken uns an, was die hier machen. Weißt du was, Sissel? Ich denke, dieser Tod lässt sich eventuell leichter verhindern als die anderen. Wieso denn das? Du weißt schon, weil der Mörder mechanischer Natur ist. Na, da ist was Wahres dran. Ich kann keine Lebewesen beeinflussen. Aber diese Maschine schon. Ich muss nur noch herausfinden, wie man sie aufhält. Wenn ich mein Ich von vor mir 4 Minuten das Licht anschaltet, wird just in diesem Moment die Mordmaschine in Gang gesetzt, wie es scheint. Es sieht so aus, als liege der Schlüssel zum Lösen dieser Aufgabe darin, diese Was-passiert-dann-Maschine zu verstehen. Ja. Also am besten gehen wir erstmal in den Tennisball rein. Der Typ da oben, dieser Streifenpolizist, ruft ja gleich unten an. Das heißt, wir können dann durch die Leitung nach oben und dann von oben an den Ball ran und dann gucken, ob wir irgendwas machen können. Lange ist es her, dass ich diesen Raum in Dunkelheit gehüllt habe. Eins dachte ich, in der Dunkelheit ließe sich die Wahrheit finden. Vielleicht war die Zeit einfach noch nicht reif. Ja, das denke ich auch. Weil ihr könnt ja sehen, dass wir von hier aus nicht nach links kommen. Das heißt, von hier aus können wir die Maschine nicht beeinflussen. Wir haben keine entsprechenden Kerne. Und selbst wenn Armor einen Kern hat, wir kommen nicht an ihn ran. Wir haben einfach nicht genug Reichweite. Das heißt, das ist eigentlich die einzige sinnvolle Möglichkeit, die ich gerade sehe. So... Einmal ins Telefon, bitte. Und dann heißt es wieder ein bisschen warten. Wer hat es geschafft, dich in diesen winzigen Aufzug zu zwängen? Mir haben kleine, beengte Orte schon immer gefallen.
sehe ich ein kleines Loch oder einen kleinen Spalt, möchte ich hineinkriechen. Am wohlsten fühle ich mich in den Bereichen zwischen meinem Bett und der Wand. Okay, das ist irgendwie seltsam, aber okay. Ja, ich schätze, das kann ich verstehen. Hey, wir sind vom selben Schlag. Wir sollten uns mal treffen und darüber reden. Tja, und so einfach kann man Frauen aufreißen. Man kriecht einfach in kleine, enge Räume. Genau. So. Ich trinke nochmal eben einen Schluck Tee. Ist ja schon kalt. Naja. Oh, spreche ich mit dem Vorsteher? Bin ich froh. Ich dachte, ich wäre ganz allein. Jetzt hat er auch noch Schiss, oder wie? Ja, genau. Das ist die richtige Reaktion. Wir wechseln einfach mal. Und werden das versuchen, was ich gerade schon gesagt habe. Also erstmal von oben an die Maschine heranzukommen. Er hat aufgelegt. Ja, das hätte ich auch getan. Kleiner Schisser, ey. Na, hast du noch was zu sagen? Es ist alles vorbei. Für mich ist alles vorbei. Lynn, sie liebe süße Lynn, die so hell strahlt wie die Sonne, ist mir weggelaufen. Junge. Du hast echt Probleme, weißt du das? Und dann haben mich diese Kommissare, der Blaue und der Grüne, angebrüllt. Und dann hat mich der alte Mann mit der dreckigen Taube auf dem Kopf komplett ignoriert. Wenn ich diesen Augenblick nur jemanden ein paar nette Worte für mich übrig hätte. Hätten Sie ein paar nette Worte für ihn übrig, Fräulein, hell wie die Sonne? Mal sehen. Halten Sie durch. Ist das alles, was dir einfällt? Ich möchte mal sehen, wie du es besser machst. Oh Mann. Oh, verdammt. Wir kommen nicht hier unten ran. Moment. Er hat sich doch beim letzten Mal erschreckt. Ja. Los, nimm den Teekessel runter. Dankeschön. Lynn ist weggelaufen. Die Kommissare haben mich angerührt. Der alte Taubenmann hat mich ignoriert. Und dann hat mich der Kessel fast zu Tode erschreckt. Mein Leben ist ein heilloses Durcheinander. Undank ist der Welten Lohn. Wir wollten ihn nur durch das Pfeifen des Kessels warnen. Wäre er lieber von dem Dampf verbrüht worden? Naja, wenigstens wurde sein Schicksal ein wenig verändert. Das ist trotzdem gut. Yay, Schicksal verändert. Und so baut man einen Checkpoint ein. Aber vielen Dank, Herr Streifenpolizist. Dadurch können wir jetzt hier runter in den Ball. Ja, mal schauen. Also von hier aus kommen wir auf jeden Fall noch nirgendwo hin. Aber sobald der Ball sich gleich durch die Maschine in Bewegung setzt und unten in der Schüssel landet, werden wir wahrscheinlich was machen können. Zeit bis zum Tod 3. So, ich guck einmal, ob wir zwischenzeitlich irgendwas erreichen können. Und los geht's, die Mordmaschine ist in Gang. Und wenn alles reibungslos verläuft, wird die Pistole da an der Wand abgefeuert. Doch bevor das geschieht, liegt es an mir, meine Geistertricks einzusetzen. Es muss einen Weg geben, diesen Domino-Effekt zu unterbrechen. Du musst ihn einfach finden. Und los geht's. So, Moment. Kann ich hier... Ich kann den Werkzeugkasten öffnen. Ich kann die Winde bewegen. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Ball? Da komme ich nicht hin. Bewegen wir mal die Winde. Ja, und jetzt? Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles wirklich rein gar nichts. Was soll ich denn? Toll, jetzt ist schon tot. Okay. Aber wir haben ja den Checkpoint kurz davor. Das heißt... Wir können uns das alles nochmal in Ruhe anschauen. Der Schlüssel zu dieser Mordmaschine. Ist dieser freche kleine Amor, der den Pfeil abfeuert. Aber Moment mal, diese schwingende Schaufel. Ich frage mich, ob sie irgendwie als Waffe gegen unseren Herrn Amor eingesetzt werden kann. Ja, vielleicht wenn der Ball, habt ihr gesehen, eventuell, dass der Ball vom Tisch runtergerollt ist. Das heißt, wir können ihn vielleicht mit der Schaufel wegkicken, dass er gegen Amor fliegt und Amor dann irgendwie woanders hinschießt. Ich sollte die Zeit zurückdrehen und schauen, ob ich mehr Hinweise finden kann. Ja, natürlich nach Schicksalsänderung. Da oben waren wir, glaube ich, schon ganz gut aufgehoben. Nochmal ganz zum Anfang zurück macht hier keinen Sinn. So, einmal nach unten bitte. Ja, oder wir müssen halt da unten vielleicht ran an das komische Rad. Aber ich versuche es erst nochmal mit der Schaufel und versuche den Ball dann wegzukicken. Zeit bis zum Tod 3. Ja, das habe ich schon gelesen. So, Werkzeugkasten öffne ich gleich erst. Aber was hat es mit der Winde auf sich? Vielleicht... Oh, komm schon, Trick.
Und? Das hat mir jetzt nichts gebracht. Hey, das gerade war ziemlich gut. Vielleicht, wenn wir auf dem Golfplatz wären. Nun, ein solcher Schwung. Vielleicht könnten wir uns den hier zunutze machen. Gute Idee. Vielleicht könnte ich diesen Trick irgendwie verwenden. Aber wie? Wenn ich den Pfad ändern könnte, den der Ball nimmt. Das ist alles schön und gut. Aber es sieht so aus, als ob uns in dieser Runde die Zeit weggelaufen ist. Ja. Aber das macht ja nichts. Wir können die Zeit so oft zurückdrehen, wie wir wollen. Das heißt, wir werden definitiv herausfinden, wie wir das Ganze hier aufhalten können. Der Schlüssel zu dieser Mordmaschine. Ist dieser freche kleine Armut, bla bla bla, das kennen wir alles schon. Ja, ich spiele schon wieder eine halbe Stunde, ne? Aber das ist mir egal. Ich werde diesen Tod jetzt noch verhindern. Und dann, das ist das Kapitel wahrscheinlich auch schon vorbei. Von daher werde ich das Kapitel... Ich kann schon wieder nicht mehr reden. Von daher werde ich das Kapitel jetzt auf jeden Fall zu Ende spielen in dieser Folge. Das heißt, es werden dann wahrscheinlich so 40 Minuten. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, aber unten hatten wir ja noch mehr Kerne. Das heißt, die werde ich mir erstmal anschauen. Der Ball wird ja da runterfliegen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da irgendwas machen können. So. Spielzeugtorte. Bringt uns gerade nichts. Die Tür können wir öffnen. Geschicklichkeitsspiel können wir nur untersuchen. Okay. Vielleicht können wir die Tür ja öffnen. Und damit... Jawohl. Damit können wir die Bahn des Balls beeinflussen. Aber leider kommen wir nicht mehr an den Ball ran. Toll. Ich kenne dieses Spielzeug. Das Rad dreht sich und bewegt sich die Stange hinab. Hey, sieh mal. An ihm ist ein Faden angebracht. Er schlingt sich um die Uhr und ist an den Rahmen mit der Pistole gebunden. Und er scheint auch mit einem unserem schießwütigen Armor verbunden zu sein. Dieses Spielzeug scheint das Herzstück des gesamten Mechanismus zu sein. Die Trägheit ist unerwartet mächtig. Ich kann es nicht aufhalten, sobald es läuft. Ja, okay. Oh, das ist echt ein Problem. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir einfach schneller sein, damit wir wieder in den Ball reinkommen. Und den Spaten dann schießen lassen können. Weil jetzt haben wir die Tür nach oben gemacht. Dadurch müsste der Ball eigentlich gegen den Armor prallen können. Hoffe ich zumindest. Warum kannst du nicht einfach dafür sorgen, dass ich durch diese Falltür im Boden entkomme? Wir wissen beide, dass das unmöglich ist, Fräulein. Obwohl, ich glaube gesehen zu haben, dass sich uns ein neuer Weg eröffnete, als ich diese Tür dort aufmachte. Aber habe ich die Gelegenheit verpasst, danach auf den Hauptweg zurückzukehren? Ja, habe ich. So, noch einmal. Ich bin gespannt, wie oft wir jetzt brauchen, wie viele Versuche. Aber ihr merkt schon, das ist das erste Rätsel, das ein bisschen komplexer wird. Und von hier an wird es auch schwieriger. Was ich aber sehr begrüße, weil das macht das Ganze viel interessanter. Dadurch hat man halt nicht nur dieses ganzen Text und die Visual Story. Heißt sie wirklich Visual Story? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man halt nicht nur die Geschichte und die Dialoge, sondern auch mal ein bisschen mehr Rätsel, was ich sehr cool finde. So, jetzt muss ich genau timen. Jetzt kann ich rüber. Und muss mich beeilen. Schnell, schnell, schnell. So. Wunderbar, das hat doch jetzt perfekt geklappt. Jetzt muss ich nur noch im richtigen Moment hier hoch. Ich frage mich, ob ich die Winde da oben für irgendetwas brauche. Ich bewege die jetzt einfach mal. Wobei, dafür habe ich nicht genug Zeit. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Und plopp. Auf geht's. Oh yeah, Zeitlupe. Woo. Hui, cool. Aber warum waren da solche komischen Partykracher? Interessant. Was ist gerade passiert? Sieht so aus, als ob deine Zukunft gerade viel rosiger geworden ist. Dein Tod wurde ungeschehen gemacht. Schon wieder. Ich danke dir. Du hast dein Versprechen gehalten, nicht wahr, Sissel? Mein Versprechen? Du hast gesagt, ich würde dich wiedersehen, falls ich sterbe. Ich kann mich an keine Versprechen meinerseits erinnern. Das ist sowieso alles mit zu deinem... Was? Das ist sowieso alles zu meinem eigenen Wohl. Hehe, natürlich. Was ist das hier nur für ein Raum? Ich weiß es nicht. Diese Dinger, die da am Schluss losgegangen sind, das war ein Tischfeuerwerk, oder? Tischfeuerwerk? Ich erinnere mich nicht, was das ist, aber was mich auch nicht überrascht. Das Tischfeuerwerk, die abgefeuerte Pistole, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Diesen Teil des Rätsels überlasse ich dir.
Ich habe mein eigenes Rätsel zu lösen. Also, sollen wir jetzt zurück zu deiner neuen Gegenwart? Jawohl. Das war doch jetzt schon mal eine sehr erfolgreiche Folge. Aber ich bin gespannt, wie oft Lynn noch sterben wird in diesem Spiel. Ihr merkt ja, das passiert immer wieder. Sissel, bist du da? Lynn, sie spricht mit mir? Könntest du etwas sagen, falls du da bist? Falls du nicht da bist, bin ich wohl nur ein komisches Mädchen, das Selbstgespräche führt. Naja, du bist ein komisches Mädchen, mit oder ohne die Selbstgespräche. Aber ich finde sie trotzdem sympathisch. So, und ich vermute mal Sissel auch. Sie hat einen Kern, das ist schon mal sehr gut. Wie Rakete oder Missile. Ich mag Missile immer noch besser als Rakete. Der hat ja auch dann am Ende noch einen Kern, nachdem wir ihn gerettet hatten. Du bist da, ich wusste es. Ich hatte es einfach im Gefühl. Schande über dich, dass du uneingeladen Fuß in den Kopf eines Mädchens setzt. Moment mal. Erzähl mir nichts von wegen, ein Geist hat keine Füße. Das ist nur eine Redensart. Genau, das ist nur eine Redensart. Genau wie, dass etwas auf der Platte verstauben kann. Aha. Hey, habe ich irgendetwas gesagt? Da, dieser Ton. Es ist dein Ton, der mich wütend macht. Also, wolltest du mir etwas Bestimmtes mitteilen? Ich dachte nur, ich könnte ein paar Informationen mit dir teilen. Ich ermittle gerade in einem Fall. Einem Mordfall und ich bearbeite ihn alleine. Ein Mordfall ganz alleine? Ja, nun, das liegt daran, dass der Fall vor langer Zeit abgeschlossen wurde. Der Schuldige ist bereits hinter Gittern und von aller Welt vergessen. Weshalb beschäftigst du dich dann damit? Weil ich glaube, dass diese Person unschuldig ist. Deswegen. Hinter dem Fall steckt etwas Seltsames, ein großes Rätsel. Ich glaube fest daran. Jedenfalls habe ich endlich meine Erinnerung wieder. Ich darf dir nichts über den Fall erzählen. Aber falls du etwas anderes wissen willst, versuche ich zu antworten, so gut ich kann. Lynn ist meine einzige Spur. Ich würde sie gerne zu ein paar Dingen befragen. Okay, dann wird die Folge halt doch nochmal 10 Minuten länger dauern. Aber das ist schon interessant. Jetzt haben wir zumindest die Verbindung hergestellt, warum sie im Gefängnis anruft. Es wird wahrscheinlich derjenige sein, der ihrer Meinung nach unschuldig dort eingesperrt wurde, weil er halt verklagt wurde. Über den, der mich erschoss. Jetzt hast du dein Leben und deine Erinnerung zurück. Also lass mich dich noch einmal fragen. Wer hat mich heute Abend getötet? Ja, ich dachte mir schon, dass dich das Brennen interessieren würde. Was denn auch sonst? Es ist gut möglich, dass ich erschossen wurde, während ich mit dir zusammen war. Ich fürchte, dass meine Erinnerungen bezüglich dieses Teils einfach nicht klar sind. Nicht klar? Ich habe mich heute Abend mit dir getroffen und dann bist du genau vor mir niedergefallen. Ich glaube, diesen Teil gesehen zu haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du erschossen wurdest. Vielleicht aus großer Entfernung? Also hast du den Schuldigen nicht gesehen. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte dir eine größere Hilfe sein. Aber ich weiß, dass nicht ich es war, die dich erschossen hat. Deine Kollegen scheinen dich aber zu verdächtigen. Ich wollte die Informationen, die du für mich hattest. Wieso also sollte ich dich erschießen, bevor ich sie habe? Informationen, ha? Ich frage mich, was für Infos ich für sie hatte. Über das Mädchen mit der Schleife. Übrigens habe ich gesehen, dass du eine kleine Mitbewohnerin hast. Camilla? Woher weißt du von ihr? Da gab es vor kurzem einen klitzekleinen Zwischenfall in deiner Wohnung. Ein Zwischenfall? Was für eine Art Zwischenfall? Was ist passiert? Geht es Camilla gut? Ihr geht es gut, dank ihrem treuen kleinen Freund Rakete. Obwohl ich doch ein wenig Probleme hatte, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Ach du meine Güte. Was in aller Welt ist los? Warum würde jemand Camilla und Rakete verletzen wollen? Eine gewisse Organisation hat es auf dich abgesehen. Was? Ach ja, genau, die beiden Typen in diesem seltsamen Raum. Ich habe sie gesehen, die Leute, die dich ihr Ziel nannten. Also bin ich eine Verdächtige und ein Zielobjekt? Kann dieser Abend denn noch schlimmer werden? Das klingt in der Tat ziemlich hart. Bist du sicher, dass du alleine zurechtkommst? Was? Du kennst doch das Sprichwort. Ein Unglück kommt selten allein. Wird es nicht langsam Zeit, dass du zugibst, dass du mich brauchst? Dass du meine Kräfte brauchst? Die Musik ist sehr cool wieder. Es tut mir leid. Ich kann nicht mit dir zusammenarbeiten. Ja, du hast mir zwar heute Abend das Leben gerettet und ich bin dir dafür unendlich dankbar. Doch als Kommissarin kann ich dir noch immer nicht trauen. Na, das ist sehr schade. Na gut, dann fragen wir jetzt noch über den letzten Punkt, über die Informationen. Ich hatte also ein paar wichtige Informationen, die du wolltest, ja?
das stimmt, du hast gestern in der Polizeiwache angerufen. Und du hast darum gebeten, mit mir zu sprechen. Du sagtest mir, du hättest einen wichtigen Hinweis zu dem Fall, an dem ich arbeite. Einen wichtigen Hinweis, was? Du sagtest, du wolltest mich heute Abend am Schrottplatz treffen und mit mir sprechen. Und du bist darauf eingegangen, obwohl das so verdächtig klingt? Du bist der letzte Mensch, von dem ich das hören will, weißt du? Aber ich konnte das nicht einfach auf sich beruhen lassen, egal wie dubios das wirkte. Das liegt daran, dass mir die Zeit davonläuft. Hey, das stimmt. Du sagtest, dass heute Abend etwas passieren würde. Hat dieses etwas mit dem Fall zu tun, an dem du arbeitest? Es tut mir leid, aber darüber kann ich nicht sprechen. Oh Mann, aber ich schätze, ich verstehe schon. Na gut, dann war's das. Wir gehen mal wieder zurück. Damit dürfte das Kapitel jetzt auch so langsam vorbei sein. Hoffe ich zumindest. Also nicht, dass ich nicht weiterspielen will, aber ich kann die Folgen nicht so lang machen. Und was hast du jetzt vor? Wegrennen, schätze ich. Sie werden mich erneut fangen, wenn ich nicht verschwinde. Und ich muss zum Restaurant. Ich mache mir Sorgen um Camilla. Ach ja, wie hieß das noch gleich? Das Hühnchenparadies in der Endstationstraße, nicht wahr? Endstationstraße, das ist auch so ein toller Name für eine Straße. Wie steht es mit dir, Sissel? Was wirst du tun? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Du bist mein einziger Hinweis. Wenn du weggehst... Mir ist gerade etwas klar geworden. Du und ich, wir sitzen im selben Boot. Wir suchen heute Abend beide nach Antworten. Und keiner von uns hat jemanden, der ihm hilft. Das fasst es in etwa zusammen. Du kannst vielleicht nicht aktiv mit mir zusammenarbeiten, aber wir könnten einander benutzen. Das ist keine schlechte Idee. Einverstanden. Aber kann ich dich zuerst um einen Gefallen bitten? Worum geht es? Du müsstest dich für mich in einen gewissen Ort hineinschleichen. Ein Gefängnis, um genau zu sein. Ein Gefängnis? Das ist der Ort, an dem ich vom Büro oben aus angerufen habe. Du musst den morgigen Arbeitsplan eines gewissen Häftlings für mich herausfinden. Arbeitsplan? Für einen Häftling? Ja, die Häftlinge erhalten jeden Tag unterschiedliche Arbeitsanweisungen. Jeder Häftling hat eine kleine Tafel in seiner Zelle, auf der sein Plan für den nächsten Tag steht. Ich soll also nur die Tafel eines bestimmten Häftlings überprüfen. In Ordnung. Seine Häftlingsnummer lautet D99. Wenn du das für mich tust, werde ich mit dir zusammenarbeiten. Okay, abgemacht. Hier hast du die Telefonnummer des Hühnchenparadieses. Okay, wunderbar. Hühnchenparadies, werden wir später mal hingehen. Und Lynn haut jetzt erstmal ab. Sieht aus wie eine Kanalisation oder so. Okay, bis später. Bis dann. Aber stirb nicht wieder, wenn's geht. Oh ja, und die Musik signalisiert das Ende des Kapitels, was auch so langsam Zeit wurde. Und da ist Ray, hä? Opa Ray. Und er tanzt. Was es mit ihm aus sich hat, werden wir später auch noch erfahren. Es scheint, als ob ich den Schlüssel zu Lynns Fall besitze. Und sie besitzt den Schlüssel zur Lösung des Rätsels und mich. Also haben wir nun eine seltsame Zusammenarbeitsbeziehung. Lynn hat mir einen Auftrag erteilt. Meine Aufgabe ist es, den morgigen Plan für Häftling D99 herauszufinden. Ich sollte mich besser zum Gefängnis begeben. Aktuellen Zeitpunkt speichern? Natürlich werden wir speichern. Ja, so langsam geht das Spiel in die spannende Phase über. Also jetzt dieses Kapitel fand ich schon sehr cool. Die ersten 1, 2, 3, 4 Kapitel waren ja noch relativ lahm, muss ich zugeben. Da kamen immer mehr Fragen auf und alles war irgendwie mysteriös, aber jetzt wird's spannender und das finde ich sehr cool. Und ich hoffe, euch geht es auch so, dass ihr es jetzt so langsam spannend findet und dass ihr weiterhin zuguckt und dass es euch natürlich gefällt. Das ist die Hauptsache, dass es euch gefällt. Okay, die Hauptsache ist, dass es mir Spaß macht, aber dass es euch gefällt, kommt direkt danach. Und ich würde sagen, das war's dann. Die Folge geht lang genug. Es müssten jetzt schon 54 Minuten sein oder so. Oder 44. Ich glaube 40. Ja, 44. Nicht, dass ich wieder falsch auf die Uhr gucke. Egal. Auf jeden Fall lange genug. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.